Yeah, Miri ist back. Ich bin's, Fett Miri vom Fettspielen-Team und ich begrüße euch zu einem neuen Movistar Planet Let's Play in dieser Woche, zum ersten dieser Woche. Ich bin wieder zurück. Wir waren letzte Woche auf der Gamescom, das ganze Fettspielen-Team, und da gab es ein richtig dickes Meet and Greet. Vielen Dank dafür. Mich hat es wirklich sehr gefreut an alle, die gekommen sind und die mit mir Fotos gemacht haben und denen ich Autogrammkarten gegeben habe. Ja, ihr habt echt was verpasst, die nicht da waren. Und ja, wir fangen einfach mal an, würde ich vorschlagen. Und zwar mit, ja, sozusagen einem Gamescom-Special, nämlich Joyka Luna hat mich besucht und hat sich eine beste Freundesanfrage gewünscht. Für Freunde sind wir nämlich schon. Und hier habe ich eine beste Freundesanfrage für dich. Und wen werde ich jetzt ersetzen? Hier, Josie, die 1 wird jetzt leider nicht mehr meine Nummer 1 sein, sondern meine... Nicht mal meine Nummer 1. Ja, egal. Gut, haben wir gemacht. Und jetzt geht's weiter mit Dollarzeichen. Oh nein, da gibt es sie nicht. Oh, das ist jetzt aber schade. Shot, okay. Nein, so auch nicht. So auch nicht. Oh, oh. Das sieht schlecht aus. Ja, das tut mir leid. Also du musst jetzt auf jeden Fall nochmal unter das Video kommentieren. Ich hoffe, dass du das dann ja auch siehst und einfach deinen Namen drunter schreibst. Und dann werde ich dich auch nochmal nachträglich dran nehmen, okay? Also schreib einfach nochmal deinen Namen drunter. So, Gesa Girl. Ja, wollte eine FA und einen Look. Ja, also wie gesagt, es ging richtig ab auf der Gamescom. Also so, ich habe auch so viele Leute, so viele coole Spiele gesehen, so viele Leute und so viele Gamer und so viele Games und war total verrückt. War richtig verrückt. So, also, wir gucken jetzt mal. Gesa Girl wollte... Habe ich jetzt schon eine FA gemacht? Ich glaube schon, ne? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe eine FA gemacht. Und einen Look. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir für sie machen können. Ich habe sogar ein Eis beim Meet and Greet bekommen. Da habe ich mich gefreut. Das war wirklich sehr süß. Und so, wir gucken jetzt mal. Was hat sie denn hier? Was können wir denn für eine... Ja, okay, leider hat sie noch nicht so viel, ne? Schade eigentlich. Ich hätte gerne einen coolen Look gemacht. Aber okay, wir machen wir als einen. Okay, meine wird wahrscheinlich genauso sein wie ihre, aber gut. Ja, ein bisschen anders vielleicht. Ja, das ist jetzt mein, ich nenne ihn 0815 Look, weil du nicht so viel Auswahl hast, okay? 0815 Look. Sorry, aber wenn du mehr Auswahl hättest, dann, ja, hätte ich auch mehr. Ach, ich glaube, ich habe gerade jemanden falsch im Look gemacht. Kann das sein? Gesa Girl 2, ich habe die falsche genommen. Ja, ich habe die falsche genommen. Ups, Gesa Girl 2 ist das ja gar nicht. Sie heißt nur Gesa Girl. Okay, Gesa Girl 2 hat einen Look von mir bekommen. Warum habe ich denn dann eine 2 eingegeben? Ja, hier. Also, sie bekommen dann mal einen Look. Hi, bester Tag ever. Sorry, wurde gehackt. Hä? Echt jetzt? Ich hoffe das natürlich nicht. Okay. Das verstehe ich nicht. Egal, okay. Also, ich mache jetzt trotzdem eine Freundschaftsfrage, habe ich sie geschickt. Jetzt habe ich jemanden Fremden einfach einen Look gemacht. Naja, passiert auch. Ich habe das gar nicht bemerkt. Ja, okay, sie hat auch mehr. Seht ihr? Ja, gut. Dann ist das doch okay. Dann muss ich ihn auch nicht 0815 Look nennen. So, wir nehmen mal die Frisur. Die finde ich ganz schön, die blonden Haare. Was können wir denn dazu nehmen? Vielleicht das hier? Boah, das sieht schon nicht schlecht aus, finde ich. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Was haben wir hier noch? Oh, das ist auch toll. Das ist ein bisschen orientalisch, ne? Das gefällt mir auch. Ich glaube, ich werde das nehmen. Ja. Da brauche ich auch keine Hose. Oh, die Schuhe passen jetzt natürlich überhaupt nicht dazu. Okay, wir müssen noch was anderes nehmen. Gucken wir mal, was sie für Hosen hat. Die hier, die ist doch ideal dazu. Ha, nee, das ist ein Rock. Ups. Wir machen so einen Amerika-Look. Ja, wir machen den Amerika-Look. Komm. So, was nehmen wir als Oberteil? Das hier, das ist auch mit so blau. Ja, das ist super. Das ist super. Das wird jetzt American Girl, wirst du? So, noch ein bisschen Glitzer dazu. Eine Krone brauchen wir, glaube ich, nicht heute. Einen Kussmund. Ups, die Ohrringe. Nein, ist das Glitzer weg. Das Glitzer ist weg. Das müssen wir natürlich wieder hinmachen. Da. So, und Schminke auch. Ja. Das ist jetzt mein American Girl. Bist du Gesa Girl? Nicht mal Gesa Girl, sondern American Girl. American. Oh, ja. Okay, American heißt es jetzt nur. Ah, doch, ich kann es noch ändern. American Girl. Ja. So, und wen haben wir denn noch? Ah, nee, wisst ihr was? Ich mache mal eine Runde Geschenke auf. Ich habe heute Lust, nämlich mal ein paar Geschenke aufzumachen, so zwischendurch, so als Gamescom-Special durcheinander, damit auch nicht nur alle die dran kommen, die bei der Gamescom da waren, sondern auch andere, ja? Natürlich habt ihr den besonderen Bonus, dass ihr bei der Gamescom wart und mich getroffen habt und jetzt auch sicherlich dran kommt. Und achso, die Bedingung für nächste Woche ist übrigens einfach nur unter das Video kommentieren, ja? Macht das mal. So, Free Dolphins hier von Janina Vanilla. Vielen Dank dafür. Und von ihr gibt es noch ein 24K-Belt. Nee, von New York Horn Pop. New York Horn Pop?
Ein Breakdance-Banner gibt es nochmal von Janina Vanilla. Eule08, was gibt der mir? Oh, eine coole Treppe. Und dann gibt es hier eine, oh, sehr schick, eine Fontäne mit Sternen. Cool, danke schön, da freue ich mich. Was gibt's noch? Ein Breakdance-Banner. Okay, den finde ich jetzt nicht so cool, da habe ich schon ein paar. Janina Vanilla, ein Breakdance-Banner. Nochmal. Oh, hier, die Nick-Sticker, ja. Sehr schön von Kay. Pfeil nach oben, A. Lion, ein Löwen gibt es von Phi Bell. Hashtag 100, was hat sie für mich? Hier, oh, cool, ein Rock, danke. Kleine Katze 2015, hier habe ich, glaube ich, letztens einen Look gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Oh, schicke Leggings, vielen Dank. Und Hashtag 100, was hat sie für mich? Nochmal eine sehr schöne, wirklich sehr schöne Frisur. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit 4Jazz. Zusammengeschrieben wahrscheinlich. Genau, das ist sie und sie wollte auch eine Freundschaftsanfrage und einen Look haben. Kommt sie natürlich. Oh, hier, guckt mal. Gamescom XD, fett Miri getroffen, können wir vielleicht ins LP, heute Birthday, was schenken? Tja, wenn das mal kein guter Tag heute für sie ist, ne? Da gehe ich jetzt natürlich erstmal Love It. Und ich mache hier auch einen Gästebeitrag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, dass sie jetzt auch heute Geburtstag hat. Hier, seht ihr? Gamescom. Ah ja. Ah, ich weiß sogar, glaube ich, wer sie war. Ja, du kommst dran hier, oder? Ja, du kommst auf jeden Fall dran. So, genau. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ja, feier schön und viel Spaß, würde ich mal sagen. Viel Spaß und sehr cool, dass sie das ja auch hier in ihren Status reingeschrieben hat oder in ihr Gästebuch. Gamescom XD, fett Miri getroffen, komm vielleicht ins LP, Happy Birthday, was schenken? Ja, du kriegst auch was von mir geschenkt, wenn du Geburtstag hast, kriegst du auch was von mir geschenkt, auch wenn du das nicht gewünscht hast, aber natürlich, also hier, die Bikinihose, die bekommst du und dazu gibt es noch das passende Bikini-Oberteil, ja, und was war noch? Nee, das war's, doch, hier die Schuhe, ach, die gibt's auch noch, komm, ich bin heute spendabel, 3 Geschenke für dich, 4Jazz. Eigentlich, nee, wisst ihr was, wir müssen jetzt eigentlich 4 machen, weil es ja 4Jazz heißt, also kriegst du noch was geschenkt. Und zwar hier, da gebe ich dir, nein, meins habe ich an, das kann ich dir nicht geben, da muss ich dir ein neues kaufen. Ja, sehr schön, finde ich, und jetzt gibt es noch einen Look dazu. Also bist du ein richtiger Glückspilz, 4Jazz. Und ja, dann ziehen wir dich erstmal aus, machen die Haare weg, Oberteil weg. Ja, zack, zack, du. Hat den Krankenwagen im Hintergrund. Okay, so, wo sind jetzt deine Klamotten? Die verstecken sich von mir, die haben keine Lust auf mich. Seht ihr das? Okay, ich gehe nochmal neu rein, oder? Nochmal neu? Nochmal neu, neuen Look schaffen. So, jetzt muss aber funktionieren. Come on. Ja, jetzt geht's, okay. Hat eben scheinbar nur ein bisschen gehangen. Gut. So, zack, zack, zack. Und die Schuhe noch aus. Ja, was nehmen wir denn für eine Frisur? Ich finde die hier nicht schlecht und die... Ich nehme die blonden Haare. Das passt ganz süß, das sieht ganz süß zu dem Gesicht aus, finde ich. Wollen wir die hier nehmen? Ja. Sieht aus wie ein Nachthemd, ne? wollen wir das Nachthemd nehmen? Was war das hier? So ein Sternpulli? Hm. Ich weiß nicht. Ich fand das Nachthemd ist eigentlich ganz cool, aber so ein Nachthemd-Look? Hm. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir haben auch keine... Doch, wir haben die lange. Oh ja, doch. Ja, okay, ich habe was gefunden. Dann die schwarzen... Oh. Nehmen wir die weißen. Diese hohen finde ich jetzt nicht so schön. Weiße Ohrringe. Joa, kann man lassen, finde ich. Nein, das Herz muss weg. Das passt nicht zum Stern. Stern und Herz geht überhaupt nicht zusammen. Ja? Also, seht ihr? Sieht unmöglich aus. Ja? Okay, noch ein Kaugummi im Mund. Ja, dann nimm es Bubblegum Girl, okay? Bubblegum Girl. So, und weiter geht's. Ich will jetzt noch ein paar Geschenke aufmachen. Bin schon ganz neugierig, was ihr mir alles in Geschenke eingepackt habt und mir zukommen lassen habt. Jasmina FGXD. Ja, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es. Von ihr gibt es... Oh, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Kutsche, wenn ich heiraten möchte. Dankeschön. Und Janina Vanilla hat hoffentlich noch ein... Doch, sie hat noch einen Breakdance-Banner für mich. Und Jasmina FGXD, was haben sie noch für mich? Oh, der ist schick. Hier so ein edler Sonnenschirm, ne? Also, der hilft... Ja, Regenschirm, Sonnenschirm, also eigentlich bringt er nichts. Eigentlich ist er nur zur Deko, so ein Accessoire.
Janina Vanilla, was hast du noch? Bitte nicht noch ein Breakdance. Ja, super. Gut, danke schön. Ein cooles Skateboard und Safer in the Day 2015 Oberteil und vom Deleted User ein MSP. Party Head, jetzt kann ich eine Party feiern, weil ich wieder hier bin. Yeah, ich bin wieder bei euch, ich bin wieder in the house, ich nehme wieder auf und ja, ihr könnt dabei sein. Nix Sticker, genau, also wenn ihr dabei sein möchtet, natürlich müsst ihr einfach nur unter das Video kommentieren, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt. So, hier gibt es ein Robot Shuffle. Und was gibt es noch vom Deleted User? Sie hat mir scheinbar sehr viel geschenkt, aber leider hat sie sich gelöscht. Hier, ja, cool, sehr schön. Die zwei Palmen mit der Hängematte dazwischen gefällt mir sehr gut. Free the Dolphins, juhu, ja. Freiheit der Delfine. Nickelodeon T mit SpongeBob. Und Mara, das coole Girl, 1, 2, 3, eine Teddy-Lampe. Und jetzt gehen wir nochmal ganz verrückt einfach nach hinten. Und ich mache die Augen zu und 3, 2, 1, stopp. Torquise 1, okay. Sie hat eine Alpin Wright Frisur, vielen Dank. Und Pfeil, in eckigen Klammern Alice, Pfeil, eine, oh ja, das ist cool, dankeschön, das, ja, das mag ich. Das habe ich schon mal gesagt, dass ich das sehr gerne mag und auch haben möchte und jetzt habe ich es geschenkt bekommen, cool, vielen Dank. Ein Herzkleid, da kann ich ja schon gleich auf, sieht so ein bisschen aus wie heißt denn, Dirndl, so ein bisschen traditionell, ja, angehaucht. Beauty Xana hat mir ein Skateboard für die Wand geschenkt, vielen Dank. Und die Linchen, ja, was hat sie denn für mich parat? Hm? Eine sehr schicke Frisur, dankeschön. Chloe ist für dich da, ja. Simply Sleek, eine schicke neue Frisur von Chloe ist für dich da, Chloe, sorry. Luise XOXO, was hat sie für mich? Eine schicke brünette Frisur, vielen Dank. Twin Braids gibt es von Lilly 5548 und was gibt es noch? Von Lena Marie 12E hat hier so eine Lemony Printed Leggings. Ja, die sieht auch sehr interessant aus mit dem Blau, mit dem Lila und dem Schwarz. Sieht sehr schick aus, passt gut zusammen, finde ich. Flower für meine Haare von Shyla XD 123. Danke. Ein Fake Nose Ring. Und was gibt es noch oben drauf? Ein Yin und Yang Fake Tattoo. Ja, super. Vielen Dank für eure Geschenke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder morgen dabei. Denkt dran, unter das Video kommentieren, wenn ihr nächste Woche bis zum 17.08. drankommen möchtet. Und natürlich auch nochmal bitte Shot. Ich weiß nicht mal, ob man sie auch so ausspricht. Shot mit den zwei Dollarzeichen hinten dran. Bitte deinen Namen nochmal richtig unter das Let's Play schreiben, damit ich dich dran nehmen kann. Ja, das wäre schade, wenn du nicht drankommen würdest, nur weil dein Name falsch geschrieben hast, oder? Ja, finde ich auch. Okay, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss, eure Miri.